Peru haben wir hinter uns gelassen und sind nun in Bolivien. Das Land, zu dem wir sicherlich am wenigsten recherchiert und die wenigsten Marker auf unserer Landkarte gesetzt haben. Was erwartet uns hier? Wird es uns genauso gefallen wie die bisherigen Länder Südamerikas? Erster Tag in Bolivien und wir stehen an der schönen Seite des Titicacasees. In Peru war das so. Und ja, sind gestern Abend über die Grenze gekommen, sind froh, dass wir jetzt hier sind und ich bin schon außer Atem wieder. Kaum redet man. Und jetzt sind wir auf dem Weg in das kleine Örtchen Copacabana und das schauen wir uns jetzt erstmal an. Bolivien ist übrigens unser viertes Reiseland nach Kolumbien, Ecuador und Peru. Sind wir jetzt also hier in diesem wunderschönen Land angekommen und direkt bei dem Highlight des Titicacasees. Sind auf jeden Fall gespannt, was jetzt der Ort Copacabana zu bieten hat und wie schön es da wohl ist. Alma, du bist aber schmutzig geworden. Ja, first things first, Internet. Entel wurde uns empfohlen und wir hatten noch ein paar Soll übrig, die haben wir getauscht an der Grenze und fragen jetzt mal, was das hier kostet. Fertig mit dem Einkauf. Ich war jetzt gerade noch in der Gemüsestraße. Hier ist ja alles nach Straßen unterteilt und da habe ich jetzt dann Gemüse gekauft und ich glaube, ich habe grob 10 Kilo vielleicht und dafür 8 bis 10 Kilo, dafür so umgerechnet 10 Euro bezahlt, 70 Bolivianos. Dann haben wir jetzt zwei SIM-Karten, die haben 130 Bolivianos gekostet, also fast 20 Euro, aber eine davon ist mit Unlimited Internet für 12 Tage. Genau, und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zurück zu Helena und zu Günni und zu Alma natürlich und dann, ja, mal gucken, was wir heute noch machen. Ich denke, einen ganz entspannten. Helena hat schon umgeparkt anscheinend und jetzt mal gucken, ob sie da ist. Ich habe nämlich keinen Schlüssel. Hola. Alma, hast du mich vermisst? Oh ja, du hast ihn. Weißt du, ne? Ja, ja. Verrücktes Hühnchen hier. Angekommen. Ich hatte mich ja schon gefreut, dass Helena mir quasi entgegengekommen ist mit dem Bus. Aber die hat natürlich vergessen, unsere Fußmatte mitzunehmen. Da, das Ding. Naja, jetzt bin ich nochmal los und hab die geholt. Aber das ist super unspektakulär. Was ich noch hole, ist Streu für unsere Trockentrenntoilette. Und das liegt hier überall rum. Zeige ich euch jetzt. Und dein Buddy konnte auch nochmal sehen, ne? Ah, mir gut. Ja, seid ihr nicht mehr in Love? Ne, ich will zurück. Ah, ist ja schön hier.
wie am Meer. Wir haben das letzte Mal Toilettenstreuer aufgesammelt in Ecuador. Da sind wir direkt zu einem Sägewerk gefahren, haben es da dann so einen riesen Sack fertig gemacht und der hat jetzt bis Peru tatsächlich gehalten. Und der ist jetzt leer und deswegen bin ich gerade unterwegs und sammle frische Eukalyptus-Sägespäne ein, die wir dann benutzen können für unsere Toilette. Ja, das war der Hauptgrund, warum ich los bin. Denn so einen Streu kriegt man hier nicht. Also du kriegst jetzt hier im Heimtierbedarf oder so, gibt sowas nicht. Und es ist einfach praktischer als Sand oder Erde oder sonst irgendwas, was man in der Trockentrenntoilette benutzen kann. Deswegen bin ich froh, dass ich das heute gesehen habe oder wir. Genau, und jetzt geht's zurück zum Bus. I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, 'cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the Wunderschönen guten Morgen. Ich hatte gestern Abend noch einen richtig schönen Abend mit den anderen vom Hostel, vor dem wir stehen. Und ja, was soll ich sagen, für uns einfach ein super Einstieg hier in Bolivien. Ja, also wir haben euch jetzt tatsächlich nur einen Tag gezeigt, was wir hier gemacht haben. Bisschen Orga-Kram, ankommen in Copacabana. Und wir werden die nächsten Tage tatsächlich ein bisschen ruhiger angehen lassen, einfach weil wir jetzt mit dem Besuch und unserer Ausreise aus Peru halt mega viel Programm hatten. Und jetzt wieder ein bisschen Kräfte sammeln. Wir hoffen, dass Bolivien nicht so ein reines Transitland für uns wird, sondern dass wir halt eben auch ein paar coole Sachen erleben werden. Aber wir werden jetzt erstmal ein paar Tage hier in der Copacabana bleiben. Und dann geht es nach La Paz, denke ich, irgendwie Mitte nächster Woche. Ja, und das war es jetzt halt auch erstmal von uns hier aus Bolivien. Mehr haben wir noch nicht erlebt. Für uns reicht es gerade aktuell. Und mal gucken. Wir werden hier einfach ein bisschen entspannen. Falls ihr Fragen zur Einreise habt übrigens, dann schreibt das bitte unten in die Kommentare. Ich werde das auf jeden Fall beantworten. Die ist hier relativ unkompliziert, falls trotzdem was offen ist. Sagt das. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Einschalten und ich denke, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ciao, ciao! To get dressed.